Hallo, ich heiße Katja und ich bin eine Nachteule. Das ist auch eigentlich ganz logisch so, weil ich bin schon immer recht introvertiert gewesen und die Nacht, wo die ganze Welt um einen herum ruhig und am Schlafen ist, ist der perfekte Zeitpunkt, um mich in meine eigene kleine Welt zurückzuziehen, ohne von irgendwem gestört zu werden. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Nacht mich fasziniert. Sie ist auch eine sehr anregende Zeit für verschiedenste Emotionen und ich würde behaupten, dass sie für den Menschen auch immer, schon immer so gewesen ist. Die Angst vor der Dunkelheit haben bestimmt alle von uns schon mal erlebt, weil wo Dunkelheit ist, ist Ungewissheit und damit die Möglichkeit für unseren Kopf, die Lücken mit der schlimmsten und abwegigsten Realität zu füllen. Das soll aber nicht heißen, dass die Nacht nur gruselig ist oder dass Dunkelheit etwas Negatives ist. Manchmal muss es auch erst dunkel sein, damit wir bestimmte Lichter sehen können. Und auch persönliche Verbindung findet oft nachts statt. All diese emotionalen Aspekte bieten natürlich ganz viel Raum für Inspiration und Kreativität. Aufgrund dieser Anregung habe ich mich während meines Masterstudiums aus gestalterischer Perspektive mit dem Thema Nacht auseinandergesetzt. Dabei habe ich mich mit ganz verschiedenen Facetten dieses doch sehr umfangreichen Themas beschäftigt und inspiriert davon verschiedene gestalterische Projekte entwickelt, von denen ich jetzt ein paar vorstellen werde. Bei dem ersten Projekt handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation des Rotkäppchenmärchens in der Form einer Graphic Novel. Die Geschichte folgt Rotkäppchen, hier kein Kind, sondern eine junge Frau in einem roten Hoodie, die nachts alleine zu ihrer Großmutter geht. Sie schreibt ihrer Oma: Hey Oma, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Mama hat mir deine Medikamente mitgegeben. Danke, Liebes. Nimmst du den Weg durch den Wald? Liebe Grüße, Oma. Ja, geht schneller. Um diese Uhrzeit, dann sei bitte vorsichtig. Und natürlich ist sie vorsichtig, aber unterwegs wird sie dann trotzdem von dem Wolf angesprochen, der ihr lästige Fragen stellt, bis sie ihn klar wegschickt. Daraufhin scheint er sie dann auch in Frieden zu lassen, bis sie dann zu Hause bei ihrer Großmutter ankommt und feststellen muss, dass der Wolf schneller war. Das macht ihr aber gar nichts aus und sie schafft es schließlich, mit dem Spaten bewaffnet, den Wolf vor die Tür zu setzen. Und endlich können sie und ihre Oma in Ruhe zusammen einen Tee trinken. Jetzt nochmal der Seitenüberblick über das ganze Buch. Die Illustrationen sind hier alle mit Polychromos auf einem mit Gouache eingefärbten Untergrund entstanden. Dadurch hat alles so einen mittleren Blauton, um die nächtliche Atmosphäre einzufangen, aber hat gleichzeitig auch so etwas Märchenhaftes. Als kleiner Bonus zum Schluss ist hier noch ein kleiner Überblick über ein paar der Referenzfotos, die ich für das Projekt von mir selbst aufgenommen habe, in dem mir nachträglich sogar der Beweis aufgefallen ist, dass ich nicht gelogen habe, als ich meinte, dass ich oft nachts lange wach bin. Das heißt natürlich nicht, dass ich nie schlafe, im Gegenteil sogar. Wer mir in den letzten paar Tagen über den Weg gelaufen ist, glaubt das vielleicht weniger, aber an sich schlafe ich auch meistens genug. Ich tue mich nur manchmal ein bisschen schwer damit, das auch zu einer vernünftigen Zeit zu tun, weshalb mein Schlafrhythmus sehr schnell sehr aus dem Ruder gerät. Aus dem Grund habe ich dann im gleichen Semester bei Professor Harald Steber ein Konzept für ein Produkt entwickelt, das genau dabei helfen soll. Um spezifisch zu sein, ist ein Puzzle-Hörbuch entstanden, das den Zweck hat, dass man es als beruhigendes Einschlafritual regelmäßig vor dem Schlafen lesen kann, um dann runterzufahren und dem Körper zu signalisieren, dass jetzt Schlafenszeit ist. Dabei kann man die Bezeichnung Puzzle-Hörbuch sehr wortwörtlich nehmen. Es handelt sich nämlich um eine Kombination aus Puzzle, Hörbuch und physikalischem Buch. Und so funktioniert das Ganze dann. Wir haben folgende Box, die vom Grundformat her ungefähr einem Blatt DIN A4 Papier entspricht. Diese wird links von einem Schuber zusammengehalten. Wenn man den dann abstreift, hat man eine Form, die etwas an ein Buch erinnert und sich auch wie ein solches aufschlagen lässt. Das sieht dann so aus, wenn man es tut. Hier haben wir erstmal einen Innenteil, der aus 12 Seiten recht dicker Pappe besteht, auf den erstmal nur ein äußerer Rahmen zu sehen ist, sowie der Name von einem Kapitel mit dessen Nummer und einem QR-Code. Die Pappen sind alle abwechselnd auf der Vorder- und der Rückseite miteinander verklebt, sodass sie sich untereinander falten lassen und so ein Buch entsteht, was man blättern kann. In der rechten äußeren Box sind ebenfalls 12 nummerierte Säckchen und in denen, wer hätte es gedacht, sind Puzzleteile. Ich kann mich jetzt also abends gemütlich ins Bett setzen und die Box auf den Schoß nehmen.
Dann scanne ich den QR-Code vom aktuellen Kapitel mit dem Handy ein, woraufhin das entsprechende Kapitel als Hörbuch zu laufen beginnt. Jetzt nehme ich das passende Säckchen und kippe die Puzzleteile darin in die leere Box auf der linken Seite aus und kann jetzt, während ich das Kapitel anhöre, die passende Illustration dazu auf meinem Schoß puzzeln. Yay. Als kleiner Bonus gibt es dann am Ende, wenn ich dann in 12 Tagen das ganze Buch gepuzzelt habe, noch eine Extra-Funktion. Der Buchblock in der Mitte lässt sich herauslösen und sieh da, die Pappen sind wie ein Leporello miteinander verbunden und lassen sich zu Schluss zu einem großen Bild ausfalten, das die ganze Geschichte noch einmal zusammenfasst. Nett. Hier nochmal die Box, auch von hinten mit Erklärung. Und das ließe sich natürlich auch als Serie auf viele Geschichten übertragen. So, wenn das alles geklappt hat, wie es soll, liege ich jetzt vielleicht ausnahmsweise sogar mal schlafend in meinem Bett. Aber was ist dann mit der Welt da draußen? Die hört ja währenddessen nicht auf zu existieren. Die Frage habe ich mir für das nächste Projekt gestellt. Und die Antwort war: ziemlich viel Lichtverschmutzung ist da draußen. Die meisten hier haben bestimmt schon mal von Lichtverschmutzung gehört. Und selbst die, die den Begriff vielleicht noch nicht kennen, haben sie mit Sicherheit schon selbst erlebt. Per Definition der Organisation Dark Sky, die sich weltweit gegen Lichtverschmutzung einsetzt, handelt es sich dabei um die menschengemachte Änderung von der Außenhelligkeit gegenüber der natürlichen. Den Effekt kennen wir alle. All die Lichter, die vor allem im städtischen Raum in den Nachthimmel strahlen, werden von der Atmosphäre reflektiert und erzeugen so den sogenannten Sky Glow, den Effekt, dass der Himmel selbst zu leuchten scheint. Das hat viele negative Effekte auf Mensch und Umwelt. In dem Bilderbuch Sterne, warum seid ihr noch nicht da, habe ich mich spezifisch auf das Beispiel eines Vogels konzentriert, der von den Lichtern in der Nacht verwirrt wird. Es ist ein reales Phänomen, dass Zugvögel unter anderem die Sterne zur Orientierung und Navigation benutzen. Und wenn dann der Nachthimmel so hell ist, dass man die Sterne nicht mehr sehen kann, ist das offensichtlich ein Problem. Das Buch folgt deswegen einem kleinen Vogel, der durch die Lichter der Stadt von seinem Weg abgelenkt wurde und jetzt versucht, wieder seinen Weg zu finden. Dabei gibt es leider viele Ablenkungen durch all die verschiedenen Lichtquellen. Aber mit ein bisschen Glück schafft er es am Ende doch, einen dunkleren Ort zu erreichen, von dem er aus die Sterne wieder sehen kann und kehrt dann auf seinen Weg zurück. Hier der Überblick, die Illustrationen sind alle zuerst als analoge Graustufenzeichnungen entstanden, mit Bleistift und Kohle hauptsächlich, und dann digital koloriert worden. Die Schrift ist auch von Hand gezeichnet mit Bleistift und dann auch nachträglich in die Bilder eingesetzt, damit die einen ähnlichen Duktus hat wie die Zeichnung, damit sich das alles gut ergänzt. Hier ist noch das Cover. Der Text, den ich in dem Buch verwendet habe, ist ursprünglich ein Gedicht, ein altes von Konrad Ferdinand Meyer gewesen, zu dem ich dann an ein, zwei Stellen nur eine Kleinigkeit geändert habe, was dann auf einmal sehr gut zu dem Thema gepasst hat, obwohl es dem Gedicht ursprünglich um was ganz anderes ging. Und das hat dann am Ende eine schöne Kombination und was Neues ergeben. Jetzt haben wir ein bisschen über Licht und Beleuchtung in der Nacht gesprochen, aber die hat natürlich auch immer ein Gegenstück, weil damit es Licht geben kann, muss es auch Dunkelheit und Schatten geben. Mit dem Thema habe ich mich dann etwas experimenteller bei Professor Dirk Wachowiak im Kurs auseinandergesetzt und habe zwei Schriften entwickelt, die auf dem Effekt aufbauen, den Schatten und Dunkelheit auf so etwas Feines wie eine Schrift haben. Eine von denen werde ich jetzt kurz vorstellen. Am Anfang habe ich verschiedene Ideen zu der Frage skizziert, wie man mit einer Schrift Dunkelheit zum Ausdruck bringen könnte. Ich habe dann mit der Idee in den Skizzen, die hier oben rechts zu sehen ist, weitergearbeitet. Und dabei ist schließlich die Oscura entstanden, wobei der Name an die spanischen und lateinischen Begriffe für dunkel angelehnt ist. Wie man hier schon erahnen kann, geht es dabei um ein zunehmendes Ineinanderlaufen der Buchstabenformen, anfangs zwischen den Buchstaben in den Serifen und dann später auch in den Buchstaben selbst, bis die Innenräume komplett verschwunden sind und noch eine dunkle Fläche übrig ist. Die Schrift ist offensichtlich ein Variable Font, das heißt, es gibt jetzt nicht nur verschiedene Schriftschnitte, die man auswählen kann, sondern es gibt einen Slider, auf dem man komplett frei zwischen zwei Extremen alle Fälle auswählen kann, entlang einer Gewichtsachse. Hier sieht man nochmal den gesamten Zeichensatz, erstmal in komplett Regular und dann bis Black. Was
was wir gerade hatten, war ja in erster Linie eine erste visuelle Auseinandersetzung mit dem, was passiert, wenn es dunkler wird. Aber die Dunkelheit macht ja noch viel mehr mit uns. Am Anfang habe ich angesprochen, dass uns gerade das, was im Dunkeln ungesehen bleibt, am meisten Angst macht. Aber das alleine ist ja nicht gleich ein Grund, die Dunkelheit zu meiden. Im Gegenteil, oft ist es gerade die Angst, die aufregend ist und uns anlockt. Ich möchte euch nun eine Gruselgeschichte erzählen. Unsere Geschichte beginnt in einer sternlosen, nebligen Nacht, Anfang des 20. Jahrhunderts, in einem Fischerboot auf dem Pazifik, als plötzlich aus dem Nebel eine Stimme ruft. Schiff ahoi, Schiff ahoi. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ruft George zurück, der einzige Mann an Deck ist. Habt keine Angst, ruft die Stimme. Ich bin nur ein alter Mann. Warum kommt ihr da nicht längsseits? Ich kann nicht. Es wäre nicht sicher. Nicht sicher? Was meint ihr? Wo seid ihr? George hebt die Lampe ein wenig an und direkt hört man Ruderschläge, die sich wieder vom Schiff wegbewegen. George ruft seinen Freund Will herbei und erzählt ihm von der sonderbaren Begegnung. Will ruft erneut nach dem Mann in dem Boot und sie einigen sich, dass er näher kommt, wenn sie die Lampe vorher weglegen. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der Mann von einer Insel in der Nähe kommt, wo seine Verlobte und er schiffbrüchig wurden, und er bittet die Fischer um Essen für ihn und die Dame. »Ich bin ein vergesslicher Grobian. Wartet einen Augenblick, wie auch immer ihr seid. Ich bringe euch sogleich etwas.« Die beiden schwemmen dem Mann in einem Korb einige Vorräte zu. Die Stimme bedankt sich herzlich und verschwindet direkt wieder in der Nacht. Will und George bleiben verwirrt von der Begegnung, aber warten an Deck, weil sie das Bauchgefühl haben, dass der Mann noch einmal wiederkommen wird. Und tatsächlich, 3 Stunden später. Der Mann entschuldigt sich, dass er so schnell verschwunden ist, nur der Hunger war so groß. Aber er und die Frau haben sich geeinigt, dass ihre Geschichte nun doch noch mit jemandem teilen möchten, bevor es für sie zu Ende geht. Er erzählt von ihrem Schiff, was bei einem furchtbaren Sturm entmastet wurde und zu sinken begann, und wie die Matrosen ohne ihn und seine Verlobte zu den Booten gingen, da sie zu dem Zeitpunkt gerade unter Deck ihre Sachen sammelten. Er berichtet: Wir konstruierten ein kleines Floß, auf dem wir nötigste Verpflegung und Habseligkeiten deponierten. Später bemerkten wir, dass eine Strömung unser Floß vom sinkenden Schiff wegtrieb, bis wir gegen Nacht im Nebel versanken. Nach 4 Tagen fanden wir uns auf einmal in einer großen Lagune wieder. Unsere Aufmerksamkeit galt jedoch dem Schiff, das sich da in nächster Nähe aus dem Nebel erhob. Zu dem Zeitpunkt waren wir überzeugt, der Gefahr entronnen zu sein. Es gab viel, das wir noch nicht wussten. Als niemand auf unser Rufen antwortete, kletterten wir auf eigene Faust an einem hinabhängenden Seil empor. Das Schiff erwies sich als vollkommen verwaist, bis auf die Präsenz eines eigenartigen, flechtenartigen Fungus. Wir versuchten also, uns so gut wie möglich häuslich einzurichten. Dies sollte sich jedoch als schwieriger gestalten, denn anfangs erhofft. Der erste Schritt, den wir taten, war das Entfernen des sonderbaren Pilzes. Dementsprechend groß war unser Erstaunen, als dieser bereits am nächsten Tag fast zu seiner ursprünglichen Größe zurückgekehrt war. Auch unsere wiederholten Versuche blieben erfolglos. Im Gegenteil sogar. Der Pilz schien sich durch unser Bestreben nur noch mehr auszubreiten. Als mein Schatz schließlich am 7. Morgen einen kleinen Fleck des Fungus auf ihrem Kopfkissen entdeckte, beschlossen wir, unser Glück stattdessen an Land zu versuchen. Ich ließ eines der Boote zu Wasser, und mit diesem machten wir uns auf den Weg zur Küste der nahegelegenen Insel. Aber schnell merkten wir, dass auch hier der abscheuliche Pilz sein Unwesen trieb. Anfangs erschien es uns, als sei die Insel vollständig unter der grauen Masse verborgen. Nachdem wir eine Weile die Küste umrundet hatten, entdeckten wir aber schließlich einen Fleck von einer weißen, sandähnlichen Substanz, auf welcher der Pilz nicht zu wachsen schien. Glaubt mir, unsere Freude hinsichtlich dieser Entdeckung war schwer in Worte zu fassen. 4 Wochen verbrachten wir so, in denen wir nicht unzufrieden waren. Man kann sogar sagen, wir waren sehr glücklich, denn wir waren zusammen. Bis dann, eines Morgens. Mein Gott,
wie mein Herz zu Boden sank, als sie mir die Stelle an ihrer rechten Hand zeigte. Gemeinsam reinigten wir sie mit Carbolsäure und Wasser. Am nächsten Morgen war sie wieder da. Wortlos begannen wir erneut mit der Reinigung. Da sprach sie: »Was ist das an der Seite deines Gesichts, Liebster?« Sobald ich danach tastete, wusste ich Bescheid. Ein, zwei, drei Monate zogen ins Land. Die Stellen wuchsen vor sich hin und weitere waren dazugekommen. Uns war nun klar, dass wir uns nie wieder unter gesunde Menschen begeben würden. Wie düster unsere Lage tatsächlich war, zeigte sich eine Woche später, als ich feststellte, dass all die Brotbehälter auf dem Schiff, die ich als voll erachtet hatte, leer waren. Die einzige Ausnahme war der, den wir bereits geöffnet hatten. Ich versuchte mein Glück beim Fischen, zuerst in der Lagune und, als dort der Erfolg ausblieb, im offenen Meer. Doch auch hier war der Fang spärlich. Es zeigte sich langsam, dass unser Tod wohl eher durch den Hunger kommen würde, als durch das, was unsere Körper befallen hatte. Unter diesen Umständen befanden wir uns, als der vierte Monat zu Ende ging und ich eine entsetzliche Entdeckung machte. Ich kehrte gerade mit etwas Zwieback vom Schiff zurück. Da sah ich, wie meine Liebste vor ihrem Zelt saß und etwas in ihren Mund steckte. Sobald sie mich erblickte, warf sie es schnell an den Rand der Lichtung. Eine furchtbare Vorahnung packte mich. Ich lief zu der Stelle und hob ein Stück des grauen Fungus auf. Als ich sie damit zur Rede stellte, fing sie bitterlich an zu weinen. Sie gestand, dass sie bis zu diesem Morgen nichts als die größte Abneigung für den Pilz empfunden hatte, als sie plötzlich ein unwiderstehliches Verlangen danach erfüllte. Ich nahm mir das Versprechen ab, nie wieder davon zu essen. Aufgewühlt vom Erlebten wanderte ich später entlang eines der Pfade, die sich durch die Auswüchse bahnten. In Gedanken verloren wagte ich mich dabei weiter in die Insel vor als je vorher. Ein heiserer Ton zu meiner Rechten erweckte mich schließlich aus meiner Trance. Ich nahm eine Bewegung in der Nähe meines Ellbogens wahr. Ein Geräusch wie das Zerreißen von Stoff war zu hören. Und eine außergewöhnlich geformte Masse des Pilzes schien einen Arm nach mir auszustrecken. Ich stand da wie versteinert und der Arm streifte mein Gesicht. Endlich schaffte ich es, mich loszureißen, doch es war zu spät. Da, wo das Ding meine Lippen berührt hatte, war ein unfassbar süßer Geschmack zurückgeblieben. Ich leckte sie ab und war sogleich von einem unmenschlichen Verlangen erfüllt. Ich packte ein Stück von dem Fungus, dann mehr und mehr. Ich war unersättlich. Ich glaube, sie wusste auf den ersten Blick, was geschehen war. Ihr stilles Mitgefühl machte es mir leichter, darüber zu sprechen. Nur die sonderbare Gestalt ließ ich in meinem Bericht aus. Ich wollte ihr den Horror ersparen, denn ich war mir sicher, dass ich das Ende eines der Männer gesehen hatte, die auf dem Schiff in der Lagune gekommen waren. Seit dem Tag rührten wir das abscheuliche Essen nicht mehr an, so schwer es auch war, dem Verlangen zu widerstehen. Doch unser Schicksal stand fest, denn wir hatten den Pilz in unsere Körper aufgenommen. Und die Ausbreitung schritt nun mit monströser Geschwindigkeit voran. Wir, die einst menschlich waren, nun, es verliert von Tag zu Tag an Bedeutung. Vor einer Woche aßen wir den letzten Zwieback und seitdem habe ich drei Fische gefangen. Heute Nacht war ich hier draußen am Angeln, als euer Schoner aus dem Nebel auftauchte. Den Rest der Geschichte kennt ihr nun. Lebt wohl. Das war The Voice in the Night, eine Horror-Kurzgeschichte von William Hope Hodgson aus dem Jahr 1907. Ich entschied mich dafür, die Geschichte zu adaptieren, weil ich erstmal die Motive darin einfach visuell sehr reizvoll fand. Thematisch fand ich es auch sehr spannend, dass es quasi eine Gruselgeschichte in einer Gruselgeschichte ist. Ich habe ja davon gesprochen, dass eben die Vorstellung von dem, was im Dunkeln tatsächlich passiert, oft gruseliger ist als das, was man weiß. Und in der Geschichte folgen wir im Grunde zwei Leuten, die eine gruselige Geschichte von einer unbekannten Stimme aus dem Dunkeln erzählt bekommen, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob das stimmt, ob der Mann die Wahrheit erzählt. In der Originalgeschichte ist es etwas weniger offen. Da wird am Ende eigentlich bewiesen, dass ja, die Geschichte, die der Mann erzählt, ist die Wahrheit. Ich habe es aber bewusst am Ende ein bisschen offener gelassen, weil ich, wie gesagt, gerade das auch reizvoll daran fand. Ich habe in meiner Version den Text dann selbst übersetzt und was gekürzt und teilweise halt ein bisschen umformuliert, damit es kürzer wird. Und das Ganze ist natürlich kein Video, sondern eigentlich eine Graphic Novel. Hier sieht man den Überblick über die Seiten.
Ich habe mich, wie man sieht, für ein sehr breites Querformat entschieden, weil der Hauptfokus eben auf diesen so skurrilen Landschaftsbildern lag und sich das dafür angeboten hat. Das Ganze teilt sich in zwei verschiedene Bildtypen ein. Der erste ist die Erzählung, die mit der die Geschichte anfängt und am Ende wieder aufhört, von den zwei Männern auf dem Boot, die sich eben mit der Stimme, die aus dem Nebel kommt, unterhalten. Dafür habe ich einen relativ einfachen Comic-Stil gewählt. Erstmal, weil es in dem Bereich sehr viel Dialog gibt und sich das deswegen dafür angeboten hat, weil man eben die Texte zwischen der wörtlichen Rede und so weiter weglassen kann und das alles visuell ein bisschen schöner darstellen. Der Prozess für die Zeichnung sah immer so aus, dass ich erst digital so gelayoutet habe, wie das Ganze aussehen soll, und dann Fotos gemacht von den verschiedenen Posen. Darüber habe ich dann die Charaktere gezeichnet, auch digital, habe das dann ausgedruckt und auf Papier übertragen mit Bleistift als relativ einfache Linienzeichnung, die dann natürlich wieder eingescannt und dann digital invertiert und auf einen dunklen Hintergrund gesetzt. Der andere Seitentyp ist etwas ausgearbeiteter und realistischer, aber auch mit surrealistischen Elementen. Dabei soll aber ein bisschen unklar sein, wie viel davon jetzt real ist und wie viel der Fantasie entweder von den Zuhörenden oder auch den Ausschweifungen des Erzählers, die ein unklares Wahrheitsgehalt haben, zu schulden ist. Der Pilz ist natürlich das Haupthorrorelement der Geschichte und auch visuell natürlich das Wichtigste. Der soll auf der einen Seite dann sehr irgendwie weltfremd und seltsam und nicht ganz richtig aussehen, aber gleichzeitig auch ein Maß an Realismus haben. Deswegen ist er relativ detailliert mit Licht und Schatten ausgearbeitet. Und einzelne Details sind an echten Pilzen angelehnt, aber andere halt auch etwas freier dazu erfunden. Eine Inspiration dafür in der Kunst waren auch zum Beispiel die Farbabklatsche von Max Ernst, bei denen auch diese fantastischen organischen Formen entstehen, aber man auch sich ist gar nicht so ganz sicher ist, was man eigentlich anguckt. Und auch dann wieder dieses Element von dem selbst Sachen ins Unklare reininterpretieren dazu kommt. Zum Prozess, hier habe ich auch immer mit einer digitalen Vorzeichnung angefangen, wo ich vor allem so die äußere Form definiert habe. Die habe ich dann auch nochmal als Linie reduziert und das dann auch wieder auf Papier übertragen und mit einer Tintenfläche ausgefüllt und dann da die Details mit Bleistift reingezeichnet. Wie man hier sieht, die Tintenfläche ist nur an der Stelle, wo auch der Pilz in der Zeichnung sitzt. Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich eben den Pilz vom Rest der Welt auch klar abheben wollte, um eben diese Unnatürlichkeit zu zeigen. Ich hatte dann auch anfangs überlegt, den Rest wirklich nur als Linien auszuarbeiten. Da hat sich dann aber gezeigt, dass das nicht so gut funktioniert. Da haben die Bilder dann eher unfertig gewirkt. Deswegen habe ich dann nochmal leichtere Details in die restlichen Flächen eingearbeitet und teilweise auch dunklere Flächen, die dann aber eher flach sind und jetzt keine krasse hell-dunkel Durchzeichnung haben, aber dem Ganzen eben doch noch mal so ein bisschen mehr Kontrast und so eine stabilere Grundierung geben. Farblich ist das Ganze ja im Grunde schwarz-weiß, es ist aber leicht eingefärbt, um einen etwas wärmeren Farbton zu haben, einfach damit es auf dem Papier schöner aussieht und harmonischer. Das Papier ist auch nicht ganz weiß. Die Texturen, die an manchen Stellen eingesetzt sind, sind auch analog angefertigt mit den gleichen Medien wie die Zeichnung, damit das offensichtlich besser zusammengeht. Das ist teilweise mit Tinte und teilweise auch noch mal mit Bleistift überzeichnet. Bei der Schrift habe ich auch einen längeren Prozess gehabt. Am Anfang habe ich noch versucht, den Originaltext komplett reinzusetzen. Das hat aber schnell nicht gut geklappt, weil er dann doch zu lang war, vor allem für ein Buch, wo jetzt schon die Zeichnungen eigentlich im Vordergrund stehen sollen. Dann habe ich versucht, den zu kürzen. Das hat dann teilweise was besser geklappt, aber es war immer noch zu lang. Weswegen ich dann die Entscheidung getroffen habe, ihn nochmal zu übersetzen und dabei nochmal mehr runterzukürzen und eben in dieses Format der wörtlichen Rede zu gehen. Das führt sich dann von dem Comic am Anfang durch das ganze Buch fort.
Wir haben immer die gleiche Art von Sprechblasen für die Stimme am Anfang, wenn er mit den Männern spricht und dann während der Erzählung im Buch, um eben klarzumachen, dass das die gleiche Person ist, die das alles erzählt und auch so einen Zusammenhang zwischen den zwei Stilen zu schaffen. Die Sprechblasen von den Männern sind auch stilistisch etwas klassischer, wie so Comic-Sprechblasen, um sich halt auch davon zu differenzieren. Die Schrift, die ich gewählt habe, ist die Noto Serif. Dafür habe ich mich entschieden, weil die als Serifenschrift erstmal ganz gut zu den etwas klassischeren Illustrationen passt. Ich fand, die gingen ganz gut zusammen. Aber gleichzeitig ist es auch eine modernere Schrift, die auch einen etwas lebendigeren Charakter hat. Die Menschen sind natürlich auch wichtig, auch wenn sie jetzt nicht der Hauptfokus der Bilder sind. Aber sie geben dem Ganzen natürlich so eine Relation und für Größenverhältnisse und für eben für diese verschiedenen Maße an Natürlichkeit. Das Design für die Figuren ist dabei so an die Mode und Frisuren aus dem edwardianischen Zeitalter angepasst, einfach weil die Geschichte aus der Zeit stammt. Eigentlich für alle Figuren in dem Buch habe ich auch immer Referenzfotos von mir selbst genommen, wobei viele lustige Bilder entstanden sind. Und das zieht sich auch durchs ganze Buch. Das hier ist das Cover, was dann dazu entstanden ist. Das greift natürlich das Pilzmotiv wieder auf. Das soll so ein bisschen den Effekt haben, als wäre das Cover selbst von dem Pilz bewachsen. Das soll, wenn man das Buch jetzt noch nicht kennt, dann erstmal neugierig drauf machen, weil es ist ja schon auch ein faszinierendes Bild. Aber es soll auch dann, wenn man das Buch gelesen hat, so ein bisschen so einen Ekel auslösen und so einen Gruseleffekt, weil man dann ja so weiß, was es mit dem Pilz auf sich hat. Um diesen Effekt, dass es bewachsen ist, noch zu verstärken, habe ich auch diese linke Kante, wo der Druck auf dem Buchlein aufgeklebt ist, nicht gerade abgeschnitten, sondern eben entlang der Form von den Pilzen, die draufstehen. Und es gibt auch teilweise in der Form von dem Druck nochmal so leichte Erhöhungen in dem Cover, die dem so eine gewisse Dreidimensionalität und ein bisschen Haptik geben, die das auch nochmal verstärken. So sieht dann Doppelseite aus im gebundenen Buch. Und ich habe eine buchgestalterische Besonderheit noch. An einer Stelle habe ich mehrere Cutout-Seiten, die hintereinander sitzen. Das soll im Grunde so einen zeitlichen Verlauf von dem Wachstum von dem Pilz zeigen. Hier in dem Video sieht man es auch noch mal ein bisschen besser, weil sich dann an dieser Stelle der Pilz sowohl bei den Menschen als auch in der Landschaft immer mehr ausbreitet. Wo man da den direkten Vergleich hat. Hier kann man auch mal ein bisschen in der Reflexion die Dreidimensionalität von dem Cover sehen. Das war's dann auch eigentlich zu dem Buch. Ja, allgemein rückblickend auf den Master kann ich sagen, ich bin froh, dass ich so viele unterschiedliche Projekte gemacht habe, die ja jetzt doch alle irgendwie zu einem Thema gepasst haben. Ich konnte auf jeden Fall bei den vielen verschiedenen Kursen noch einiges mitnehmen, was ich jetzt vorher noch nicht unbedingt wusste. Ich habe definitiv seit dem Bachelor noch einiges dazugelernt und fühle mich jetzt nach dem zweiten Abschluss, den ich hier gemacht habe, auch etwas besser vorbereitet für die Welt da draußen und vielleicht jetzt doch bereit, mich hier zu verabschieden. Und damit Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben die Nacht durchstanden. Guten Morgen.